So Leute, die Pfosten haben wir ja jetzt fertig. Jetzt kümmern wir uns um die Fetten. Bei dem Bauteil müssen wir hinten und vorne ein Blatt anschneiden. Und mittig kommt für zwei Pfosten Zapfenlöcher. Die reiße ich jetzt mal an und dann zeige ich euch nochmal im Detail, was ich da angerissen habe. Gerade aufgefallen, ich habe ja vergessen, nach dem Blätterschneiden die Kamera zu drehen, damit ihr das Stemmen von den Zapfenlöchern seht. Das hole ich jetzt einfach nochmal nach. Ist jetzt zwar eine andere Fette, aber das Prinzip ist ja überall gleich. Wie gesagt, ich bohre jetzt erstmal die Löcher für den Holznagel. Weil wenn ich das umgekehrt machen würde, erst das Zapfenloch stemmen, dann würde ich Ausriss haben, wenn ich das Loch bohre im Zapfenloch. Und das ist immer Fummelei, deshalb bohre ich zuerst die Löcher und danach stemme ich den Inhalt des Loches aus. Okay. Mir ist natürlich bewusst, dass ihr zu Hause so ein Gerät nicht haben werdet. Probiert mal in eurem Werkzeughandel des Vertrauens. Vielleicht könnt ihr euch so ein Gerät mal ausleihen für einen Tag. Wenn jetzt irgendwie ja nicht geht, also am Anfang mal kaufen braucht ihr nicht. So ein Ding kostet 3.000, 4.000 Euro. Dann bleibt wohl nicht weiter übrig, als das mit der Hand auszustimmen. Aber ich denke mal, jeder gut sortierte Werkzeughandel hat sowas im Angebot und da könnt ihr euch sowas mal einen Tag ausleihen. Jetzt habe ich noch die beiden langen Fetten. Da würde ich jetzt, weil ihr das ja jetzt alles nur von Weitem gesehen habt, ein paar Detailaufnahmen machen, so ein bisschen näher dran, dann seht ihr mal, wie das denn aussieht. Das mache ich in so ein bisschen Schnelldurchlauf, dann kriegt ihr ein Gefühl dafür. Okay, fangen wir mal an, ne? You said hello and I lost my control in just one tiny second. You do to me what I've seen in the movies, but this really happening. My mind explodes, I can feel my bones shaking to the
So, Freunde, die Fetten sind jetzt abgebunden. Löcher sind alle drinne. Blätter sind alle dran. Ist soweit fertig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Kopfbänder. Und da habe ich ja am Anfang des Videos schon die Rohlinge zugeschnitten. Und da fehlen jetzt noch die Zapfen dran. Und wie ich die ranschneide, das zeige ich euch jetzt. Oh, ich hatte ja am Anfang des Videos hier diese Risse gemacht. Da. Und auf der anderen Seite da. Und die hatte ich ja mit dieser Schablone gemacht. Die war ja hier am Anfang angelegt. Da hatte ich mir da einen Riss gemacht und da hatte ich abgeschnitten. Und hier hatten wir ja noch einen Schenkel runterwärts. Und da ist dieser Riss entstanden. Und da habe ich euch ja gesagt, wofür der gut ist, das zeige ich euch im Laufe des Videos. So, im Prinzip ist der Riss dafür da, dass wenn ich das jetzt hier auf die Tischkreissäge lege, dass ich weiß, dass ich da schneiden muss, um die Länge des Zapfens zu haben. Das Blatt, das stelle ich mir jetzt ein auf Höhe. Da habe ich mir hier schon mal einen Riss gemacht. Dann stelle ich mir das Blatt auf Höhe ein und dann kann ich immer genau an der Stelle vom Riss schneiden. Und das auf allen vier Seiten. Dann habe ich die Höhe oder die Länge des Zapfens schon mal festgelegt. Gut, und das machen wir mal als erstes. Bei allen, was haben wir hier? 9 Stück. Okay, fangen wir mal an. So sehen jetzt die Kopfbänder aus. Der Zapfen ist dran.
Ihr habt gesehen, am Ende habe ich noch die kleine Ecke hier abgeschnitten. Und so sehen die Dinger jetzt aus. Und bevor ich jetzt auf Baustelle fahre und alles zusammenbaue, will ich natürlich nochmal prüfen, ob das alles passt. Und deshalb habe ich das hier schon mal liegend zusammengebaut auf dem Kopf. Ja. Damit kann ich dann nochmal überprüfen, ob alles passt. Also so zusammengesteckt passt halt erstmal sehr gut. Und jetzt zeichne ich mir auf die Kopfbandzapfen oder überhaupt auf die Zapfen durch das Loch mit einem Stift, zeichne ich mir auf den Zapfen das Loch an, damit ich es dann nachher bohren kann. Und beim Auseinandernehmen werde ich gleich alle Bauteile nummerieren im Zapfen, damit ich nachher auch weiß, welches Bauteil wohin gehört. So, und das machen wir jetzt. Mir alle Bauteile markiert. Hier haben alle eine Nummer gekriegt und das Loch angezeichnet, weil ich noch bohren muss in den Zapfen. Und hier in den Löchern, seht ihr, da stehen die Zahlen auch drin. Und so kann ich nachher nachvollziehen, wie es wieder zusammengesteckt werden muss. Gut, das war jetzt die eine Hälfte vom Bauteil. Jetzt stecke ich noch die andere Hälfte vom Bauteil immer zusammen und dann haben wir alles markiert und dann melde ich mich wieder, wenn wir hier die Löcher einbohren. Okay, bis gleich. Jetzt müssen wir die Löcher hier bohren. Die bohre ich aber so, also die bohre ich hier mit einem Forstnerbohrer und Akkuschrauber. Hier sieht man es besser, dass ich das hier ein bisschen versetze, also ich sag mal jetzt übertrieben so, dass ich so bohre. Dadurch, wenn ich ein bisschen versetzt bohre und nachher der Holznagel eingetrieben wird, zieht sich der Pfosten richtig an die Fette ran, dann ist er auf Zug eingeschlagen. So, jetzt beugt die erstmal alle durch, alle Kopfbänder, alle Pfosten und danach jetzt dann an Schleifen. Muss alles neu geschliffen werden, damit dann der Maler seine Farbe auftragen kann. So, Löcher sind gebohrt und hier sieht man, ich habe ein bisschen weiter oben gebohrt, wie bei jedem Loch gemacht,
damit der Nagel, der Holznagel nachher schön auf Zug ist und das Holz anzieht. So, der Abbund ist soweit fertig, jetzt ist eigentlich nur noch Schleifen. Damit werden wir jetzt mal anfangen, damit der Maler hier loslegen kann, der Sache eine Farbe zu geben. So Leute, ich muss die Sache hier noch fertig schleifen. Ich denke mal, das ist für euch nicht allzu interessant. Aber ich habe euch, damit ihr euch nicht langweilt, hier oben noch ein paar Videos von mir verlinkt. Die könnt ihr euch gerne jetzt hier nach gleich anschauen. Vergesst bitte Abo und Like nicht. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn wir diese Sache hier montieren. Macht's gut, bis dahin, bleibt mir treu, bis denn, ciao.